Ja, hey, willkommen. Mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Dragon Ball Xenoverse 2. In der letzten Folge haben wir bei Raditz und bei Nappa ein bisschen trainiert und jetzt sind wir mitten im Parallelquest-Rausch. Machen wir das mal. Auf unser Tanzen. Gut. Ich habe mal die Kaioken ausgerüstet. Und warte mal, 7, 8, 9, 10. Mir fehlt einer, was? Irgendwo bestimmt auch hier einer, ne? Wenn es Mion gibt, oder? Ja, suchen. Aber machen wir erstmal. Wir machen jetzt Saiyajin König. Okay, dann könnten wir auch die 10. vielleicht freischalten. Siege Nappa. Ja, du bist Saiyajin König. Okay. Da hat Vegeta was einzureden. Da muss Vegeta Einspruch erheben. Oder Vegeta? Und noch jemand. Nochmal Thales. Nochmal. Er hat die gleiche Stimme wie Son Goku und Goku Black, aber ich weiß, der klingt ein bisschen anders. Eigentlich müsste er genauso wie Goku Black klingen, aber weiß ich nicht. Da erkennt man sehr stark den. Ach, jetzt habe ich zwei Vegetas, verdammt. Den Unterschied. Vielleicht mal erstmal die Pflanzenmänner. So, in der Beschreibung von der Kaioken stand: je höher die Ki, desto größer die Aufladung. Aber es hat Risiken. Ja, sag mir aber irgendwie nicht, was die Attacke macht. Die Verwandlung. Die Mission kenne ich auch, aber sie hat einen anderen Namen. Ich glaube, wir haben alle irgendwie einen anderen Namen. Okay, auf zum nächsten Ort. Oh ja, Kascha. Ich finde aber gut, dass die Verwandlungen jetzt auf einen anderen Knopf sind. Also, dass man dafür jetzt nicht eine ultimative Attacke oder so aufgeben muss. Das finde ich richtig gut. Ja, das ist nämlich da, direkt auf einen anderen Knopf. Ja, versuchen wir mal Kaioken. Gerade ist es jetzt gleich kaputt, also. Ah. Ich glaube, ich mache das so richtig in der Reihenfolge. Da gibt es da, okay. Entweder ist er jetzt wieder da oder er ist auch vorbeigefahren. Quaden. Aha. So, gehen wir da rein. Also, ich mache das richtig. Erst alle anderen erledigen und dann Nappa. Überhaupt alle anderen erledigen. Oh, ich bin erst im 14. Paar und dann muss ich mein Lager erledigt. Ich darf nicht fragen. Mein Gott, Nappa. Wie schnell verschwindest du da? Was? Wenn wir alle hier bleiben. Ja, ich gebe dir was für mein Key. Das heilt dich. Was? Okay. Wo ist er jetzt? Ja. Okay, dann gehen wir auch dahin. Ja. So läuft das ab. Was? Himmlischer See? Unheimlicher See. Keine Ahnung. Unterirdischer See, glaube ich. Jemand hier noch? Nein? Okay. Mich gerade verwandelt. Verkreist. Ich glaube, hier geht meine Ausdauer die ganze Zeit flöten, ne? Ich nehme an, meine Angriffskraft wird dadurch besser, stärker. Besser, stärker, mächtiger. So. Also, er steht wieder auf. Jetzt verwandelt er sich in Super Saiyajin.
Das wäre es jetzt irgendwie, dann wird man gar keinen Unterschied sehen. Was? Nein. Nein. Warum nein? Ja. Oh Gott. Ja, jetzt nicht so. Was war da mein Starts geändert? Ich kann ja mich selber nicht in Scout abchecken, das ist ja blöd. Wo ist er? Hier ist er. Oh Gott. Er hat Haare. Da habe ich jetzt nicht gedacht, dass das passieren könnte. Ja, auch damit. Da reicht voll ein Ding. Die Werfen sind voll einfach zu erledigen. Mein Gott. Gallican. Ja, das war relativ easy eigentlich. Schau so, ist gut mit Kragen. Hatte ich ja nicht schon? Keine Ahnung. Ich meine, das ist ja aus Dragon Ball noch der Kragen. Der eine sieht noch relativ normal aus, das heißt nur den seine Mütze, glaube ich. Lass mal sehen. Ich liebe es ja, die Sachen jetzt zu sammeln. Nö. Da konnte man den kaufen. Ja, ich glaube, da habe ich ihn schon mal gesehen. Man kann den kaufen, aber ich hatte kein Geld. So, Saiyajin Überlebende, besiege alle Gegner. Eine bitterliche Salbe, Verteidigungswahl. Bardock, was? Das ist eiskalt Bardock. Und komm so ran. In der bekackten Frisur. Boah, ich hasse Shichi für das, was sie Son Gohan angetan hat. Shichi ist wortwörtlich dafür verantwortlich, dass Son Gohan zu so einem Weichei geworden ist. Er war zu großen bestimmt. Was ist aus ihm geworden? Wahrscheinlich einer der beschissensten Charaktere aller Zeiten. Was? Ja, irgendjemand hat Bardock kaputt gehauen, Mann. Da sehe ich ihn zum ersten Mal und ich kann ihn nicht beilegen. Berge, alles führt zu den Bergen. Okay. Nur ein paar, okay. Kein Problem. Doof, weg bist du. Schöne Böse. Ein Disney-Charakter, der auch und darüber singt, dass er böse ist, ey. So krass, ey. Das ist heute irgendwie so Disney bezogen. Wir sollten dann echt machen, dass die Gespräche beendet werden, wenn der Gegner erledigt ist. Wird immer voll dämlich gemacht. Das bei vielen Bandai Namco Spielen fällt mir auf. Das muss mehr grün, das ist ein Kreis aktiviert. Hi, was geht? Na, au. Ja, Ausdauersachen wollte ich vielleicht nicht einsetzen. Boah, war schon. Das war wie Bonus. Dingens. Die nicht hier ist, natürlich. Ja, verwandelt sich in einen Affen.
Komm, irgendjemand verwandelt sich in Affen. Angebot steht. 1, 2, 3. Oh, oder auch nicht. Ja, du hast recht, ich habe die zerquetscht wie Ameisen. Achso, ich habe aus. Wenn ich die Kaioken deaktiviere, habe ich den Panzerbrecher-Effekt. Warte mal, warum gehen wir jetzt von Gohan auf Piccolo los? Ach ja, ich habe ihn ja, boah. Ich habe ihn doch hier als Dingens Unterstützung gemacht. Ist er nicht gerade aufgetaucht? Ja, wollte schon sagen. Okay, dann macht ihr eben kaputt. Aber das war schon wieder überraschend einfach. Ich meine, da kommen voll die schweren Sachen und dann kommen sowas voll einfaches, unerbitterliche Salbe. Ja, check ich mal auf. Weil ich eine meiner Ultimates kann ich nicht benutzen, weil ich nicht genug Ki habe. So. Für Parallel, was haben wir jetzt gar nicht mehr übrig? Ah. 30 müssen ja verdammt nochmal Dings hier schaffen, oder? Eine wilde Serie Sturmangriffe, okay. Explodieren und mischen. Besiege Vegeta Werf. Ja, das ist kein Problem. Ich eins gelernt habe, dann dass die Werfen voll puppig sind. Habe ich jetzt Bardock freigeschaltet? Ich habe ihn ja einmal erledigt. Nö. Werfe. Krillin, ich muss das nicht mitnehmen. Fällt mir rein. Wie soll mein Meister? Ich muss da Punkte bei dir sammeln. Ganz vergessen, aber kann ja auf Screen machen. Ich werde nicht, dann bin ich ja schon wieder vollkommen überlevelt. Aber ich werde wahrscheinlich wieder Dragon Balls sammeln. Feste deine Stärke. Boah. Komm her, Tisch. Buff. Weg ist er. Kein Cyberman? Okay. Doch da. Nein, meiner. Du Sack. Oh. Was? Krillin! Das ist meiner! 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 Okay. Mehr! Mehr! Wo jetzt hin? Egal wo? Okay. Dann gehe ich da hin. Mehr! Oh, warum mache ich das jetzt fertig? Boah, ich muss immer erst gucken. Ach, der Angriff. Den haben oft irgendwie Zeitsoldaten als Attacke. Ja, wir haben Zeit, das war richtig dämlich. Ja. Doof, 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 doof. Das Gesicht von ihm. So. Okay, zurück. Nächsten Saiyajin kaputt klauen. Klauen, hauen. Ich klaue den. Dann gehört er mir. 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 Okay. Kapsellandeplatz. Warte mal, da war ich doch, oder? Nee, war ich bis noch davor, glaube ich. Gegen Bardock. Warum können wir auch, wenn mal diese blöden Pflanzenmänner in den Weg zu stellen? Nur keine Chance. Boah.
Ja, genau, passiert mit denen. Lohnt sich voll für meine Dingens, für meine Seele hier, meine Superseele. Mach mich nur stärker. Puff, jetzt ist er weg. Jetzt brauche ich nur noch ein Kombo. Ja, halt auf mit ihm rumzuspielen. Oh. So, so macht man das. Ist halt allgemein ein bisschen mit den Gegnern hier an und durch die Gegend fliegen. Ja, nach jeder Kombo hauen, fliegen sie ja volle Möhre weg. So, Vegeta kommt bestimmt hier in der Ödnis, ne? Dann komm her. Schön zu wissen. Ah. Schon wieder unterirdischer See. Und schon wieder Tals. Oh, hi. Was zum? Ist getroffen. Na, no, der hat abgerutscht. Krise. Mein Gott, wie stark sind meine Ki-Explosionen? Oh, das tut schon das. Ha. Oder Energiediskus. Wusstert. Wusstert. Und jetzt den hier. Wuff, 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 wuff. Und jetzt den hier. Wuff, 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 wuff. Boah, wer macht den da gerade so fertig? Ausgezeichnet. Und unterirdischer See, unterirdischer See, unterirdischer See, ne? Ja, okay. Dann gehen wir zum unterirdischen See. Was? Da. Warum ist er jetzt an einem anderen Ort? Da bilde ich mir halt mal ein. Total ist wie vorher wetten. Ja, auch nicht. Wer seid ihr denn? Zeitsoldaten? Oh ne. Wie gesagt, bitte sagt mir, dass ihr nicht so stark seid. Ihr seid nur ein Dingens. Ihr seid kein Bonus, so wie die anderen. Aber anscheinend nicht. Sagen wir, der Charakter hat den Bob als Frisur. So, frisse er das. Ich habe nichts getroffen. Doch, irgendwas hat getroffen. Oh. Boah, kann es mal jemand um die anderen hier kümmern, die mich hier gerade nerven. Es sollte natürlich auf. Oh, bleibst du hier? Komm her, Ona. Ach, verdammt. Auf mich loszugehen. Oh, Liv. Oh ja, komm, meine unerbitterliche Salve. Puff, 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 puff. Ja. Einfach geblockt. Ah, müssen Sie ja, wie kannst du das wagen? Kannst du das wagen, so auszusehen? Oh mein Gott, ehrlich. Ja, kann ich auch. Puff. Aber wenn man einmal in der Kombo drin ist, ist es echt vorbei, habe ich das Gefühl. Auch für den Gegner. Oh, hier kann man Dragon Balls herholen, das ist doch richtig geil. Aber ich glaube, langsam bin ich auch stark genug, um die Zeitsoldaten hier in dieser einen Mission zu erledigen. Ich habe schon zwei Level Ups. Erdspalter Galaxstrahl. Okay, eine schaffen wir noch. Ich glaube, die letzte von Rang 2.
So, erstmal Attributspunkte hier verteilen, hallo. Bei der Capsule Corporation startet ein Event. Sollen wir das machen? Machen wir das. So, und nun. Ich brauche KI Key für meine Superattacke. So, das ist bei mir noch nie aufgeploppt, deswegen machen wir halt mal. Ja. Wir können auch mal bei Bu vorbeischauen. Und so gucken. Oh nein. Kann ich eigentlich Bu auch immer aufspielen für Tan? Wissen jetzt, wie es aussieht, also. Ja, Ichigo. Ja. Die volle Stärke kommt noch, okay. Ja. Ja, meinetwegen. Schokolade. 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 Ja. Okay, puff. Gut. Markup kommt noch. Vielleicht ist das ja gut. Aber mal sehen. Weil der kommt noch Kibitos. Ja, hält alle gefährlichen Start sein. Steht KI wieder, ja. Steht außer wieder. Was? Stärkungsfähigkeit. Okay. Habe ich überhaupt eine? Glaub nicht. So diese ganzen Dingens hier. Genioposen. Ja, dann gehen wir mal zur Capsule Corporation, weil da ein Event steigt. Ja, da ist nichts. Bestimmt nichts. Da geht er oder was? Nicht Bulma? Okay. Na, was geht? Sie können sich ja gerne Bulmas Erfindung ansehen, aber wieso müssten sie verdammt laut sein? Als könnte ein von ihnen Key nutzen, aber keiner von ihnen ist es wert, gegen ihn zu kämpfen. Du bist immerhin etwas besser als dieser Pöbel. Nun, bist du also ein Saiyajin, was? Deine Stärke ist ziemlich beeindruckend. Hey, du kannst mit mir trainieren, wenn du Zeit hast. Kein wahrer Saiyajin-Krieger würde so ein Angebot ablehnen. Ja, okay. Start das Training mit Vegeta. Keine Sorge, ich werde es dir nicht zu schwer machen. Du bist schließlich noch nicht bereit, dich mir zu stellen. Jetzt hat es keine Aufwärmrunde, das heißt aber nicht, dass du dich zurückhalten sollst. Ist auf jeden Fall entschlossen, aber wie sieht es mit deinen Fähigkeiten aus? Finden wir es aus? Krieg nix, oha. Es ist 4, aber es ist nur Vegeta, also. Vor allem ist es nur Vegeta. Nur einer der stärksten Charakter in ganz Dragon Ball. Training mit Vegeta leicht. Und jetzt aber nicht viel aus. Ich muss ja nicht voll erledigen. Frage mich, ob hier so Gott, irgendwo super Vegeta und Son Goku auch vorkommen. Konnte man überhaupt normal spielen? Ich glaube, die konnte man nur in ihren Super Saiyan Blauformen und so spielen im ersten Teil. Ich will natürlich nicht eine Antwort. Ich tue halt nur von mir hinstammeln, einfach so. Ich möchte jetzt nicht eine Liste von allen spielbaren Charakteren, die wir von dem Spiel ja haben. Das ist der Witz, was ich haben will. So selbstverständlich, ne? Wurf. Auf meinen Fall doch. So, irgendeine Attacke eingesetzt? Nee, ne? Wir werden jetzt immer noch ein Super Saiyan werden. Training leicht gemacht. Ja, wir haben ihn erledigt. Wir haben nicht nur kurz bekämpft, wir haben ihn zerstört. Mein Gott, gibt da viel Erfahrungspunkte. Trainingsanzug. Oh, cool. Das ist aber schon wieder nicht komplett. Da fehlt schon wieder ein Rüstungsteil. Fehlen immer die Arme. Er trägt mich auf. Na gut, vielleicht hat der ja gute Werte.
Ich hätte nicht gedacht, dass es so knapp wird. Du scheinst echt Potenzial zu haben. Hey, das war eine Überraschung. Ich mag dich. Du kannst dich gerne wieder zum Training, vorbeikommen. Du bist für mich uninteressant, solange du nicht härter trainierst. Komm wieder, wenn du bereit bist. Okay, wie geht er? Sag mal, wie die Klamotten aussehen. Der ist doch genau der gleiche. Was? Ah, okay. Kriegst du so uns Angriff? Okay. Eigentlich sind neue Werte immer interessant, ne? Warum haben die gegen Sonderkommando Turnschuhe? Kommt irgendwie sehr komisch vor. So, wir sehen jetzt hier so meine Daten aus. Wupp. Nicht die. Wupp. Capsule Corporation Fortschritt 42%. Was? Okay, warum habe ich denn da schon so viel? Weil ich hier ein großes Fireman. Wo ist der überhaupt? Ne, der ist so ein. Der ist so ein Dings, bis der Satans Gebiet. Oder? Mr. Satans Haus, genau. Cyberpatrol, den Questabschluss, was? 40%? Sind wir schon mehr Hälfte mit der Story fertig, was? Wenn du hast die Saga gemacht und die Namek-Saga bald. Hier kann man übrigens diese Sachen mischen. Son Goku's Mut und Roshigi, tun wir mal zwei von denen verbinden. Und keine Ahnung. Mal hier so ein Abzeichen. Ich weiß nicht, was das bringt. Gesundheit, Ausdauer, ich müsste Power Objekt. Das ist eigentlich irgendwie nur Zufall, ne? Oh, das hier. Oh. Das hat jetzt zum Beispiel nichts gemacht. Ich war auf 8 Mal für Werte hier erhöhen. Letzte Schrei tut Ausdauer erhöhen. Okay. Mit Ausdauer erhöhen und Ki und Grundangriff senken. Ja, komisch. Müsste ich viel bessere Sachen mit kombinieren, um was Besseres rauszukommen. Egal. Wir sagen, das war's dann für diesen Part. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play DragonWorks Xenoverse 2. Ich bedanke mich, bin ich gerade ein bisschen geflogen. Okay. Sag ich Dankeschön fürs Zuschauen. Wenn euch irgendwas gefallen hat, dann sagt eine Art von einem Kommentar, ein Abo, ein was auch immer. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Let's Play DragonWorks Xenoverse 2. Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss.